Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zur letzten Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum vor der parlamentarischen Weihnachtspause. Eine letzte Folge, in der es leider nochmal um harten Tobak geht, was aber ganz gut zu dieser letzten Parlamentswoche vor der Weihnachtspause passt, in der wir nochmal ganz intensiv nicht nur den Haushalt ins Parlament eingebracht haben, sondern auch dicke Wälzer an Fragenkatalogen zu zwei Untersuchungsausschüssen interfraktionell miteinander verhandelt haben, die das Parlament jetzt noch vor der Weihnachtspause eingesetzt hat. Und darum geht es in der Frage von der Inge, die mir geschrieben hat aus Kaufbeuren, die diese Einsetzung der U-Ausschüsse wahrgenommen hat. Wahrscheinlich, Inge, weil dein Heimatabgeordneter, unser Fraktionsvize Bernhard Hulda, als Vorsitzender eine exponierte Rolle spielen wird. Und jetzt will die Inge von mir wissen, beziehungsweise bittet mich darum, erklär doch mal, worum es da geht. Und vor allem beschäftigt sie die Frage, was gab es denn da schon zu verhandeln, bevor es losgeht? Ja, Inge, ich nehme beide Bälle gerne auf und eröffne vielleicht so ein bisschen den Blick ins Labor hinter die Kulissen von bayerischer Landespolitik und solchen Abstimmungen hier im Parlament. Zunächst aber, worum geht's? Womit befassen sich diese beiden Untersuchungsausschüsse? Es geht zum einen um die zweite Stammstrecke hier in der Landeshauptstadt München. Ein großes, wichtiges Projekt für die ganze Metropolregion München und für eigentlich halb Oberbayern, bei der es aber leider zu einer echten Kostenexplosion und vor allen Dingen zu sehr, sehr langen Zeitverzögerungen gekommen ist, sodass jetzt parlamentarisch untersucht werden soll, wie es dazu kommen konnte, ob es da möglicherweise eine politische Mitschuld oder auch nicht gibt und wie sich es insbesondere auch mit dieser Kostenexplosion, mit den massiv gesteigerten Kosten verhält. Ja, und zum Zweiten, liebe Inge, geht es um einen Untersuchungsausschuss zum Zukunftsmuseum in Nürnberg. Dort eine ganz ähnliche Situation. Die Kosten sind bedeutend höher als das, was mal im Haushalt eingestellt war, was man sich ursprünglich mal vorgenommen hat, dafür auszugeben. Und jetzt steht die Frage im Raum, ob die Mietpreise, die dort verlangt werden, zum allgemeinen Marktpreis passen, ob es da auf politischem Wege der Entscheidung irgendwelche Einflussnahmen möglicherweise gegeben hat und ob es eine politische Schuld daran gibt, dass es jetzt eben doch so viel teurer wird, als das ursprünglich mal geplant war. Das sind die beiden Untersuchungsgegenstände, um die es geht. Und jetzt, Inge, vielleicht zur parlamentarischen Praxis verbunden mit deiner Frage, wieso gab es jetzt vorher schon was zu verhandeln? Denn natürlich ist es so, dass solche Untersuchungsausschüsse zunächst mal im Sinne eines Minderheitenrechts von der Opposition im Bayerischen Landtag beantragt werden. Aber es ist auch so, dass ja nicht nur die Opposition, sondern das gesamte Parlament, also auch die Regierungsfraktionen von Freien Wählern und CSU, natürlich den parlamentarischen Auftrag haben, laut Verfassung die Staatsregierung zu kontrollieren. Deshalb ist es üblich, dass man solche Anträge auf Untersuchungsausschüsse unter Demokraten gemeinsam einreicht. Und um die gemeinsam einreichen zu können, gehört es dazu, dass man sich gemeinsam über die Fragenkataloge verständigt, also darüber, was ist überhaupt der Untersuchungsgegenstand, was darf dazu in den Untersuchungsausschüssen gefragt werden, wie lange ist der Untersuchungszeitraum und viele, viele solche Fragen mehr. Das haben wir in den letzten Tagen, so kurz vor Weihnachten, Inge, jetzt nochmal mit großem Zeitdruck getan, deshalb, weil es ein bisschen zu einer Verzögerung ehrlicherweise gekommen war. Die Opposition hat in der großen Pressekonferenz angekündigt, es soll diese beiden Untersuchungsausschüsse geben, hat aber dann leider 4 Wochen lang die Einsetzungsanträge nicht eingereicht. Und jetzt hätte das dazu geführt, dass im üblichen Geschäftsgang des Landtags wir diese Gremien erst nächstes Jahr einsetzen hätten können. Nächstes Jahr ist aber schon Landtagswahl. Die Zeit bis zu den Wahlen sind dann relativ kurz, um mit so einem sehr aufwendigen Ausschuss auch noch durchzukommen, um dann noch sinnvoll arbeiten zu können und dann nächstes Jahr Richtung Sommer ein Untersuchungsergebnis präsentieren zu können, was die Menschen in Bayern zu Recht von uns erwarten. Und deshalb war es uns wichtig, da jetzt nochmal richtig aufs Gas zu gehen, das vor Weihnachten noch zu schaffen, sodass jetzt sofort ab dieser Woche mit der Arbeit begonnen werden kann. Dazu waren dann Sondersitzungen nötig vom Verfassungsausschuss, der vorberaten muss. Und dazu war es vor allen Dingen nötig, uns über diese Fragenkataloge zu verständigen. Und das führt, Inge, zum zweiten Teil deiner Frage. Was gibt es denn da vorher schon zu verhandeln? Ja, natürlich ist es so, dass es zu solchen Fragenkatalogen zwischen Regierung auf der einen Seite
und Opposition auf der anderen Seite ein bisschen unterschiedliche Interessenlagen gibt. Vielleicht noch mehr in einem Wahljahr. Die Opposition hat natürlich das Interesse, dort Regierungshandelnden möglichst ein Fehlverhalten nachzuweisen, das auch medienöffentlich dann auszuschlachten, an den Pranger zu stellen. Und die regierungstragenden Fraktionen, die haben natürlich auch ein Interesse an transparenter Aufklärung. Allerdings auch daran, dass solche Fragen dann natürlich verfassungskonform sein müssen, dass sie nicht ausforschend sein dürfen, dass der Untersuchungszeitraum klar eingegrenzt ist und so weiter. Und deshalb dieser doch intensiven Verhandlungen das ganze Wochenende hindurch und auch am Montag nochmal über 12 Stunden auf Ebene der parlamentarischen Geschäftsführer aller demokratischen Fraktionen und der Politiker, die anschließend dann auch in diesen Ausschüssen arbeiten sollen, mit einem, wie ich finde, am Ende des Tages sehr guten Ergebnis. Einem Ergebnis nämlich, demzufolge jetzt sowohl die Opposition, die Ampelfraktionen als auch die Regierungsfraktionen einverstanden sind mit den Fragenkatalogen und dem im Parlament dann auch einstimmig unter allen Demokraten entsprechend zugestimmt haben. Wir Freien Wähler, Inge, wir hatten da so ein bisschen eine vermittelnde Rolle, ehrlicherweise. Deshalb, weil die Untersuchungszeiträume für beide Untersuchungsausschüsse, sowohl zur Stammstrecke als auch zum Zukunftsmuseum, vor unserer Zeit liegen, vor unserer Zeit als Teil der bayerischen Staatsregierung, sodass wir inhaltlich nicht betroffen sind. Das hat unsere Rolle aber, wie ich finde, auch ganz spannend und angenehm gemacht. Deshalb, weil wir so ein bisschen diejenigen waren, denen es jetzt ausschließlich um sachorientierte Aufklärung gegangen ist. Wir haben natürlich kein Interesse daran, da irgendwas zu vertuschen, weil wir gar keine Karten drin haben, das alles vor unserer Zeit war. Aber wir haben halt auch kein Interesse, da aus parteistrategischen Gründen unsere Regierungspartner irgendwie besonders medienöffentlich zu Unrecht an den Pranger zu stellen. Und deshalb waren wir so ein bisschen beim Verhandeln auch die, ja, die da ganz sachlich waren und die da sehr unaufgeregt versucht haben, das auf den Weg zu bringen, was die Menschen in Bayern zu Recht erwarten, nämlich, dass es eine transparente, eine sachlich fundierte, sinnvolle Aufklärungsarbeit geben kann. Das ist uns gelungen nach intensiven Verhandlungen, auch deshalb, weil die Opposition so ein bisschen die Pferde gewechselt hat, nicht mehr ganz so sehr auf Krawall und auf Politshow gebürstet war, sondern am Ende des Tages, wo es zwischenzeitlich mal ein bisschen anders aussah, schon erkennen hat lassen, dass es ihr am Ende doch mehr um fachliche Aufklärung geht, dass sie das höher priorisiert als die politische Inszenierung. Und es war auch möglich, weil die CSU bereit war, sich da durchaus an vielen Stellen ein Stück weit zu bewegen und auch damit eindrucksvoll unter Beweis zu stellen, dass es auch der CSU als damalige regierende Fraktion um eine transparente Aufklärung geht. Ja, darum geht jetzt nicht irgendwie zu mauern und was zu verschweigen, sondern darum wirklich Licht in alle Fragen zu bringen, die da gestellt worden sind. Deshalb gab es dann am Ende so ein Ergebnis. Deshalb konnte es den Einsetzungsbeschluss geben. Und deshalb haben wir es jetzt auch geschafft, dass in diesem Jahr schon mit der entsprechenden Aufklärungsarbeit begonnen werden kann. Und ich denke, Inge, man wird dann da im nächsten Jahr noch einiges davon hören zur Stammstrecke, genauso wie zum Zukunftsmuseum. Und um jetzt nach diesem harten Tobak doch nochmal ein bisschen die Brücke zu Weihnachten zu schlagen, vielleicht an der Stelle auch noch der Dank an all diejenigen, die uns da jetzt Freie Wählerseitig beim Verhandeln unterstützt haben. Ich war das ganze Wochenende und den ganzen Beginn der Woche da unterwegs mit einem breiten Verhandlungsteam, 5, 6, 7 Mitarbeiter unsererseits, die quasi rund um die Uhr gearbeitet haben. Klammer auf, obwohl wir Freien Wähler ja eigentlich gar nicht so richtig betroffen sind, Klammer zu, und da, wie ich finde, einen tollen Dienst an Demokratie geleistet haben, indem sie weit über das, was man irgendwie arbeitsmäßig von ihnen erwarten hätte können, hinausgegangen sind, um es möglich zu machen, jetzt schon in diesem Jahr damit zu beginnen, da die entsprechende Aufklärung auf den Weg zu bringen. Dafür auch mal in Frag Fabian ein dickes Danke an unsere wirklich herausragende Mannschaft im Stab unserer Regierungsfraktion, in gleicher Weise aber auch an die Mitarbeiter aller demokratischen Fraktionen, CSU, SPD, FDP, Grüne. Da ist wirklich richtig gut und sachorientiert gearbeitet worden, sodass wir politischen Entscheider dann was Vernünftiges draus machen konnten. Mit diesem Dank wünsche ich dir, liebe Inge, und allen, die uns bei Frag Fabian das ganze Jahr über immer und immer wieder zuhören, jetzt eine wunderbare Rest-Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest. Rutscht alle gut rüber und dann auf ein erfolgreiches und zufriedenes neues Jahr 23, in dem wir dann wieder voneinander hören, wenn es auch im neuen Jahr wieder heißt, Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.